So, kommen wir zum nächsten Striking-MMA-Kampf des Abends. Und zum Striking extremen Lokalmatador. Weil der Gegner von Vitor the Viking Manfort ist Bärer. Und den hatten wir schon mal hier zu Gast im Striking MMA. Und da war ein furioser Knockout, den Bärer, das Krokodil Alio da hingezaubert hat. Mal gucken, was er hier mit dem Spanier macht. Keine Doppeldeckung. War fast keine Doppeldeckung möglich. Ja, kämpft mit den MMA-Handschuhen. Und wir kommen zu seinem Gegner in der Runde. Und da geht's los mit Runde 1. Sind 5x3 Minuten. Da darf man sich nicht overpacen am Anfang. Ah, der Kick von Vitor. Das war schon direkt eine Rötung. Das war ein harter Kick von Vitor. Ja, von beiden sehr harte Aktionen. Ah, ich glaube, Vitor hat jetzt schon Respekt vor Berat. Da kamen zwei harte Schläge durch. Ist jetzt schon deutlich verhaltener in seinen Aktionen. Wow. Vitor auch ein Kraftpaket. Harte Rechte. Schön. Links, rechts und dann mit dem Kick abgeschlossen. Da sieht man ja schon viel eher als im reinen MMA. Schöne Kombinationen. Ja, wer kickt, ist immer Takedown anfällig. Deshalb ist das im MMA ein bisschen spärlicher. Ja, da geht die erste Runde auch dem Ende zu. Harter Low-Kick zum Ende. Applaus, meine Damen und Herren. Ja, da sieht man schon die Klasse der beiden Kämpfer. Das war schon... Ja, Vitor ist auf jeden Fall angereist, um den Kampf hier zu gewinnen. Leo gekämpft zu haben. Bestenfalls besiegt. Aber da wird Berat was dagegen haben, hier vor heimischem Publikum. Aber Berat hat schon harte Schläge gefangen. Aber man sieht, beide Körper sind schon gezeichnet nach der ersten Runde. Von den Kicks und den Schlägen. Wechsel doch öfters mal die Auslage. Er gibt dem Gegner immer andere Ansichten, different looks. Da ist schwer, sich dann drauf einzustellen. Das macht einen guten Kämpfer aus. Da kamen aber wieder zwei Schläge durch von Vitor. Ja, besonders mit seiner Rechten ist er stark. Aber Berat, schöne Kombination mit dem Uppercut. Ja, und Berat, hohe Frequenz. Da kommen viele Schläge. Vitor schlägt härter, aber Berat schlägt mehr. Ja, Aliu hier mit vielen Aktionen. Kommt auch oft durch. Monfort mit einzelnen harten Aktionen. Feilt schnell, Berats Fäuste am Ziel vorbei, aber feilt schnell. Ah, da kommen harte Body Shots und zum Kopf und den Kick abgeschlossen. Frequenz in der Schnelligkeit, ein paar kommen immer durch, ob es jetzt der Körpertreffer oder der Kopftreffer ist. Ja, alterniert oder, sehr schön. Oder noch der Kick am Ende. Ah, ist einfach eine wunderbare Technik, die Berat da zeigt. Ah, Vitor noch recht unbeeindruckt. Meidet auch noch. Nimmt auf jeden Fall Schaden. Aber das geht nicht anders. Ah, schöner. Spinning-Aktion von Monfort. Ah, da gerade nochmal mit dem High-Kick. In die Deckung. Ah, Berat ist ein Kämpfer. Der weicht da keinen Millimeter zurück. Ja, aber da muss man auch schon Runde 3, Round 3. Auch schon
sehr talentierte Kämpfer haben, um das zu sehen. Das ist auch kein, Standard K1-Kampf. Das sind schon zwei Weltklasse-Athleten, die sich hier gegenüberstehen. Ja, Berat packt da alles aus der Trickkiste aus. Ja, mit dem High-Kick und dann fängt er sich aber den Konterschlag. So, hier und ganz selten einzelne Schläge oder ein, zweier Kombinationen. Sind immer mindestens drei oder vier Schläge. Oft dann noch abgeschlossen mit einem Kick. Ah, wunderbar, der Middle-Section-Kick von Vitor. Kommt immer genau unter dem Ellbogen durch und darum soll das auch hin. Boden, aber den hat er auf jeden Fall deutlich gespürt. Das ist Anfang der Runde. Ja, versucht das vielleicht auch ein bisschen zu überspielen. Aber da kam was an. Jetzt will er es machen. Da ist aber Vitor auch auf dem Vormarsch, antwortet er. Aber Vitor nicht mehr so präzise wie noch zur Runde 1 und 2. Auch nicht mehr so hart. Auch nicht mehr so hart. Man merkt, er hat es auf jeden Fall richtig viel einstecken müssen schon. Ja, und Aliu riecht das. Applaus, meine Damen und Herren. Round 4. Ja, bis jetzt eigentlich ein reiner Thai-Box K1-Kampf. Wenig bis gar keine Takedowns. Nee, wird klassisch K1 durchgeballert mit den dünnen Handschuhen. Für den extra Thrill. Ja. Da sehen auch schon beide deutlich gut gezeichnet aus. Berat, der Körper spricht da schon. Bände. Spricht da schon eine Sprache, ja. Ah, ja, die Kicks sind hart. Aber beide nehmen hier das Tempo etwas raus im Vergleich zu den vorigen Runden. Müssen vielleicht auch mal ein bisschen durchatmen. Bosch, muss man schon die Ellbogen ganz dicht beisammen haben und dann ist man an den Seiten extrem offen. Zwei wahre Sportsmänner. Ich glaube, sie sind selber froh, dass sie Kämpfer auf ihrem Niveau da vor sich haben und sich da richtig austoben können. Aber ein bisschen aus wie ein Kopfstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, und Victor zeigt hier Lebenszeichen. Ah, und der da geht Berat Aliu zu Boden. Wie du gesagt hast, Vitor noch nicht abschreiben und nicht blinzeln. Ho, 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 ho. Und das ist das, was passieren kann mit den dünnen Handschuhen. Wenn da mal einer durchkommt, dann schüttelt er richtig durch. Das muss es gewesen sein. Kann man nicht weitermachen lassen. Nee, 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 nee. Das ist vorbei. Da kann man nicht mehr weiterkämpfen lassen. Mal durch. Harter Niederschlag. Sehr schade für Aliu, der bis dahin eine Bombenperformance gezeigt hat. Ja, absolut. Batsch, da war sie da. Ja, der schlug ein. Kurzer, knackiger, rechter Haken. Wow. Genau. Hartes Knockout. Fair gekämpft, so faire Gesten gehabt und das macht Berat jetzt auch. Das wird anerkannt, dass Vitor ihn K.O. geschlagen hat und so muss sein. Das sind wahre Sportler und richtige Kämpfer. Das ist keine Schande. Nach 30 in der blauen Ecke, Victor Mampo! Der Pokal wird übergeben vom Vize-Deckermann. Ja, verrückt, wie eine Aktion Schadier alles ändern kann. Und unser Veranstalter. Das ist Kampfsport. Eine Aktion und es ist vorbei. Gerade bei der, bei den Powerpunches oder mit den dünnen Handschuhen. Die haben sich ja wirklich da eingeschenkt, 5 Runden lang. Ja, vom Allerfeinsten. Also respektabel, was die beiden da weggesteckt haben. Ja.